Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Hallöchen, Orsian Page. Ah, ihr habt das Totem. Gut, wir haben für Feindschaft gesorgt. Nun müssen wir die Gegenseite ebenso aufstacheln. Tötet die drei Jotun-Häuptlinge, die als Ragnars Auserwählte bekannt sind. Ihr Tod wird den Ragnar mehr erzürnen als alles andere. Platziert danach in der Brust jedes Auserwählten einen dieser Kobold-Dolche. Das müsste ausreichen. Okay, und wo finde ich die Auserwählten? Sie halten sich bei den Jotun auf den Anhöhen auf und verbreiten das Wort ihres Ragnars. Vergesst nicht, in die Brust der Leiche eines jeden von ihnen einen Kobold-Dolch zu stecken. Das ist entscheidend. Wird gemacht. Bis dahin. Seht, es beginnt. Ja, noch nicht, oder? Gut, da hoch müssen wir wieder. Ah, das Minitüre ist so viel mit Laufwegen verbunden. Ganz furchtbar. Weil es hier so wenige Schnellreisepunkte gibt. Dem sein Lager hätte... Na gut, den sein Lager ist relativ gut zu erreichen. Aber der Typ da oben, der hätte gut einen Schnellreisepunkt kriegen können. Oder hier vielleicht Lager der Jotun. Oder wenigstens einen von beiden. Naja, nicht zu ändern. Vielleicht wäre ja einer gekommen, wenn das Entwicklerstudio nicht pleite gegangen wäre und so keine Updates kommen konnten. Okay, jetzt hat er uns gesehen. Bums, bums. Okay, ich wollte gerade sagen, die lassen sich nicht ganz so einfach wegdrängen wie die anderen. So, einmal den Kobold-Dolch rein. Dolch Nummer 1 ist da. Wo er sein soll. Ja, wollte gerade ausweichen. Hilfe! Oh, mit dem zweiten habe ich gerade nicht gerechnet. Ich habe nicht auf die Minimap gekommen. Warte mal auf mit dem Mist, ich sehe nichts. So. Schön weg mit euch. Du hast nichts? Blöde Kuh. So, du kriegst einen Dolch in die Brust gesteckt. Und dort hinten liegt noch was. Schön. Ein graues Item. Das freut mich sehr. Der hat uns schon gesehen. Eieieiei. Wie von hier oben einfach die Lichtverhältnisse anders sind. Irgendwie lustig. Mjölnir, wir müssen mal gleich reparieren. Mann, dass der immer so Zeit braucht. Jetzt ist aber gut. Nein, ich habe gesagt, es ist gut. Stirb. So, das waren dann die drei. Ich glaube, ich rüste uns mal die Quest aus. Ist der wohl noch da unten? Nein, der... Was macht der hier? Ah, den Weg haben wir noch erst in der letzten Folge zurückgelegt. Von hier oben, von dem Schrot, was man holen muss, hätte ich das gewusst, hätte ich das nicht gemacht. Da hätte ich das beides verbunden. Also, das kann doch kein Schwein ahnen, oder? So ein toller Weg. Ich bin froh, dass wir den jetzt nochmal laufen dürfen. Naja. Naja. Mach doch mal bitte Musik, ja? Komm, Spiel. Für mich. Komm, mach Musik an. Ah, guck mal, da steht schon das. Das Banner von den Kobolden. Fast da. Keine Sorge. Fast sind wir da. Gleich geschafft.
in wenigen Augenblicken könnte ich mal den Kohorsch mitnehmen. Aber gleich sind wir da. Nur noch wenige Windungen. Zum Glück setzt die Musik ein. So, da ist unser werter Freund. Und hier sind die anderen. Oder? Nee, da unten sind die anderen. Guten Tag. Und wie ihr seht, fügt sich alles wunderbar ineinander. Die Kobolde werden kommen und sich ihr Totem holen. Und dieser neue Ragnar wird eine Gelegenheit sehen, die er nicht ignorieren kann. Und eine Schlacht, bei der er einen Sieg für möglich hält. Natürlich wird weder er noch sonst jemand überleben. Keiner wird überleben? Nun, vielleicht sieht es kurzfristig so aus, als gäbe es einen Sieger. Aber am Ende werde ich der einzige Gewinner sein. Wartet's nur ab. Also, das Clan-Totem, was macht es jetzt? Die Kobolde werden bis zum Tod kämpfen, um es zurückzuholen. Für die Jotun ist es nicht mehr als ein Banner. Aber ein Banner auf ihrem Gebiet ist eine Herausforderung. Und Jotun sind stolze Kreaturen. Aha. Trefft mich auf der Anhöhe über den zwei Palmen. Weiter, reißt einander in Stücke. Ich guck mir das einfach mal von hier an. Mein schöner, schöner Plan. Sollen wir helfen? Nö, oder? Ihr wolltet Krieg? Jetzt habt ihr ihn. Mein schöner, schöner Plan. Ja, dein schöner, schöner Plan. Ist so ein schöner Plan. Ich hab das Bedürfnis mitzumachen, auch wenn ich dann den Weg wieder laufen muss. Das ist zu voll. Wenn ich das nicht machen würde, würde die Haut doch hier nie fertig werden. Das Kriegsglück wendet sich. Upsi. Guten Tag. Kommt extra auf uns zu und spricht uns nicht mal an. Das sind mir die Liebsten. Alle haben verloren. Nur wir haben dank meines Genies gesiegt. Und dank eurer harten Arbeit. Ihr habt eure Belohnung verdient. Nehmt dies. Was mich angeht, ich habe mir eine Reise nach Ardessa verdient und mit Sicherheit den Rang eines Centurio. Und, was wird jetzt aus euch? Ich habe eigenhändig einen ganzen Kriegstrupp der Jotun zermalmt. Genau. Natürlich wart ihr die Hand, die das möglich gemacht hat, aber was bringt es, sich mit Einzelheiten aufzuhalten? Jetzt werden sie mich in den Rang eines Centurio befördern müssen. Und ich will einen Milchshake. Ich weiß auch nicht warum. Meine Türe, werdet ihr es jetzt verlassen? Es wird schon bald hinter uns liegen. Für mich und meine prächtigen Truppen geht es zurück nach Ardessa. Schöne Kameraperspektive. Falls ihr es nicht bereits getan habt, solltet ihr unserer prächtigen Stadt unbedingt mal einen Besuch abstatten. Sie ist ein atemberaubender Anblick. So, Freunde, sehr schön. Das war diese Quest. Da liegen noch ein paar Items. Gut. Einmal speichern. Also nicht von uns, sondern vom Spiel an sich. Was machen die hier? Hä, wer ist das? Kriegsgeweihte. Simple Kriegsgeweihte. Ich weiß nicht, was die hier machen. Und vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Aber wir gehen jetzt zu Aegons Gruft. Denn jetzt haben wir die Kaffee-Eisenhag-Feste freigeschalten. Und können nun für die Kriegsgeweihten in die Schlacht ziehen. Und das ordentlich. Ja, Items. Da ist eine Truhe. Eine trübe Giftscherbe.
Aegons Gruft. Reste des mystischen Hammers. Okay, hätte ich das gewusst, dass das nur so wenig ist, dann hätte ich den mystischen Hammer schon mitgenommen, als wir hier vorbeigekommen sind. Aber hey, haben wir halt jetzt geholt. Gut, zur Eisenhagfeste. Und hinein. Die Hitze ist genauso tödlich wie die Jotun und die Spinnen. Ach, die Jotun und Spinnen sind nicht tödlich. Wir sind tödlich für die Jotun und Spinnen. Na komm. Mit Gwyn Anvi reden. Na, wir schauen uns erstmal um. Und der Eingang hier sieht ein wenig zerfallen aus. Hier drüben. Wie ist das denn hier aufgebaut? Da unten sind schildverpflichtete... Was haben wir denn hier? Schildverpflichtete Düdün. Hier mal Oda Gelfred. Ihr werdet erwartet. Ja, das ist schön. Es freut mich. Der springt einfach runter. Warum auch nicht? Kann man mal machen. Staub, Dellen und Narben. So läuft es in Eisenhart. Ja, deswegen müsst ihr mich nicht aus dem Weg drängeln. So, einmal aufschließen. Es ist gut, dass wir das Schlösserknacken jetzt geskillt haben. Das spart uns doch einiges an Folgenzeit. Mit Schlüssel zum Kriegsgewaltmonument. Ach, gucke an. Wen haben wir denn hier alles Interessanten? Den Typen? Eigentlich nur den Typen, also den Heiler und den... Ich grüße euch. Und den Schicksalsweber. Was haben wir hier? Kriegsgewaltenränge. Kennen wir das nicht schon? Ja, kennen wir schon. Und wenn nicht, habt ihr Pech. Dann könnt ihr es euch selber durchlesen. Ah, Bücherregal. Kristallkrieg hatten wir immer mit. Ich glaube, der hat uns noch gefehlt. Hallöchen, werter Heiler. Ah, eine Besucherin. Fargil Enfries. Was habt ihr denn heute für den alten Heiler Fargil? Einen hübschen Spinnenbiss? Eine durchstochene Lunge vielleicht? Nö, ich will nur mit euch sprechen. Wer seid ihr? Ich habe von den Koryphäen Adessas gelernt, war aber schon immer mehr an der praktischen Seite der Kunst der Medizin interessiert. Aha. Hat Adessa denn solche großartigen Heilungsfähigkeiten? Wart ihr jemals dort? Noch nicht. Es liegt einige Meilen östlich von hier, eine atemberaubende Stadt, voller großer Denker, wenn man so will. Warum seid ihr denn hier in der Eisenhagfeste? Hier ist es wundervoll. Sie kommen mit wirklich bemerkenswerten Beschwerden zu mir. Wisst ihr etwas über den Klurikon? Ich würde es so gerne einmal besuchen. Allein die Krankheiten, die sie dort drüben haben. Aber vielleicht ist es ja eines Tages sicher genug, um dorthin zu reisen. Und ihr könnt heilen? Man könnte in ganz Amalur keinen besseren Ort finden, um diese Kunst auszuüben. Es gibt dort draußen mehr giftige und gefährliche Dinge, als ihr euch vorstellen könnt. Obwohl ich zugeben muss, dass Klurikon uns in Bezug auf Krankheiten übertreffen könnte. Das denke ich auch. Die Spinnen. Sie sind wundervolle Geschöpfe, die Alchemisten der Natur. Sie stellen Gifte, Seide, Miasmen und was weiß ich noch alles her. Na dann, lebt wohl. Bis dann. Hallöchen, Schicksalsweber Morgana Rille. Oder Riele. Wie sie sich abhetzen, als stünden ihre Schicksale nicht bereits unverrückbar fest. Arme Narren. Erzählt mir von euch. Manche müssen erst lernen, das Schicksal zu weben. Mir hat sich dieses Talent schon in meiner Kindheit offenbart. Meine Eltern waren zunächst überglücklich und dann entsetzt, so wie ich es vorhergesehen hatte. Ihr seid Schicksalsweber? Es heißt, meine Einstimmung auf das Schicksal wäre außergewöhnlich fein. Ich kann bei allen, denen ich begegne, sehen, was vor ihnen liegt. Außer bei euch. Ich bin ja auch Magic. Warum seid ihr hier in Eisenhag? Ich bin hier, weil es so vorherbestimmt war. Was hätte ich auch sonst tun sollen? Ich sehe das Schicksal zu deutlich, um mich ihm widersetzen zu können. Lebt wohl. Das Staub, Dellen und Narben. So läuft es hier in Eisenhag. Ehrlich. Das war dann der linke Flügel von Eisenhag.
Eidklinge. Jetzt haben wir noch den rechten Flügel von Eisenhaag. Und die Kastellanen oder Kelfred. Dies ist Eisenhaag, Kriegsgeweihte. Hier werdet ihr Staub auf unseren Helmen und Kerben in unseren Klingen finden. Wir glauben mehr an Taten als an Prunk und Protz. Wenn ihr Vorräte, Arbeit oder Schutz sucht, seid ihr hier richtig. Das heißt, ich glaube, sie ist die Kastellanin. Erzählt mir von Gwyn. Gwyn war mehrere Tage hier und hat unsere Bibliothek nahezu auf den Kopf gestellt. Ich hoffe, sie hat gefunden, wonach sie gesucht hat. Das hoffe ich auch. Ich bekomme Vorräte? Wir haben einen Schmied und eine Quartiermeisterin. Beide findet ihr in dieser Richtung, im Südflügel. Was wisst ihr über diese Feste? Dies ist die Bastion der Kriegsgeweihten in Detüre und ich bin ihre Kastellanin. Also doch. Ihr habt Arbeit für mich? Ihr müsst keine Kriegsgeweihte sein, um Aufträge anzunehmen. Die Tafel findet ihr im Südflügel. Fragt Adrid danach, wenn ihr möchtet. Machen wir. Detüre. Es ist ein hartes, raues Land. Perfekt geeignet für das Leben der Kriegsgeweihten. Die Kriegsgeweihten. Die Kriegsgeweihten waren schon vieles. Die Wände und Bücher dieser Feste erzählen ihre Geschichte. Doch eines waren wir schon immer. Tapfere, unerschrockene Kämpfer. Lebt wohl. Wir suchen uns Gewinn. Wen haben wir denn hier Wichtiges? Nur Düdün, oder? Ja, Düdün. Können wir uns angucken und vorbeirennen. Staub, Dellen und Narben. So läuft es in Eisenhaag. Oder auch nicht, weil Düdün hier steht. Eure Gegenwart ehrt uns, Eidklinge. Willkommen. Wer seid ihr? Ich bin neu bei den Kriegsgeweihten, aber sie sagen, ich hätte Lianas Kampfgeist. Sie war die erste Campestre. Das ist so eine Art Champion, glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Warum seid ihr in Eisenhaag? Das ist hier der härteste Posten außerhalb von Melsenshir. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir zuletzt die Außenwelt gesehen haben. Ich komme mir vor wie im Kerker. Wart ihr schon im Kristallkrieg? Der Krieg ist weit weg von Eisenhaag. Die Tuatha müssen aufgehalten werden. Die Frage ist nur, was dazu nötig ist. Ich bin jedenfalls bereit, falls es zum Äußersten kommt. Dann lebt wohl. Dank für das Gespräch. Wir hier sind Kämpfer. Keine Spielzeug. Ja, das ist ganz toll. Wir bekommen hier in Eisenhaag nur wenige Fremde zu sehen. Seid willkommen. Ich gehe erstmal bis zum Ende, was hier ist. Und guck mich hier um. Koriantischer Helm. Kommode. Können Sie behalten. Und da noch ein Schreibtisch. Brief an Kelfred. Dieser Brief ist mit einem offiziellen Siegel der Kriegsgeweihten versehen, mit dem Zeichen eines Brustpanzers. An Kastellanin oder Kelfred. Oder, bitte nehmt meine aufrichtige Entschuldigung an und erlaubt mir eine Erklärung. Mir ist es wohl bewusst, dass ihr zwei Zyklen in Folge um einen zusätzlichen Schildverpflichteten gebeten habt, ohne dass ich eure Bitte entsprochen habe. Ihr müsst jedoch wissen, dass die Schildverpflichteten, die wir dieser Tage befördern, weniger gut ausgebildet und so, muss ich gestehen, von geringerer Qualität sind als jene, die ihr gewohnt seid. Sie sind einfach Soldaten, vorbereitet auf den Krieg und auf den Krieg an der Front, nicht auf die Pflichten, die raueren Pflichten, die sie in der Türe erwarten würden. Im ersten Zyklus hoffte ich auf einen wahrlich bemerkenswerten Schildverpflichteten, doch keiner tat sich hervor. Im zweiten Zyklus gab es zwei würdige Kandidaten, von denen der eine leider seiner Ehre besudelte und der andere in einem Hinterhalt der freien Männer im östlichen Kandrian fiel. Dem Krieg geweiht Tine Delfrig. Ist das auch noch da? Nee, das ist... Ist es nicht... Na, sieh mal einer an. Hä? Obacht Perigum? Wer seid ihr? Guten Tag, Kriegsgeweihte. Wärt ihr an den Diensten eines Gemmenschleifers interessiert? Momentan nicht. Wer seid ihr? Aufgewachsen in Adessa, ausgebildet in der Basilika Gnostra und in der Welt bewandert. Die Kunst der Gemmen und Fassungen ist meine Berufung. Das ist doch super. Ihr könnt Gemmen schleifen? Eine Gemme zu fassen ist Kunst und Wissenschaft in einem. Harmonien, Geometrien, feinste Handgriffe voller Geschicklichkeit. Kommt ihr aus Adessa? Sie ist wahrlich eine wundervolle Stadt. Ein Monument der Wissenschaft und des Gewerbes. Was ist denn die Basilika Gnostra? Ich habe mein Zertifikat hier unter meinen Sachen. Ich hätte auch bleiben und lehren können, aber meine Seele sehnt sich nach der Wanderschaft. Was führte euch nach Eisenhaag?
Im Austausch für meine Dienste erlauben es mir die Kriegsgeweihten, mich hier von meinen Wanderungen zu erholen. Sie sind gute Leute, wenn auch ein wenig ungehobelt. Und ich fühle mich nirgendwo sicherer. Dann lebt wohl. Möget ihr eure Fassung finden. Ja, ich denke mal, das haben wir schon. Lass mich mal bitte hier an die Bücherregale. Aufzeichnungen der Kriegsgeweihten. Ein einfaches Buch mit grobem Einband. Aufzeichnungen von Jotun-Konflikten. In der Zeit des Kastellans Hostrum Krell gab es 4 große Jotun-Konflikte. Der erste kennzeichnete den Aufstieg und Fall von Ragnar Vokweg. Er gilt als der Augenblick, in dem die Kriegsgeweihten sich das erste Mal den Respekt der Hochland-Clans verdienten. Der zweite Konflikt lief ohne unmittelbare Beteiligung der Kriegsgeweihten oder eines anderen zivilisierten Volkes ab. 2 Ragnar hatten sich erhoben und blutige interne Kämpfe zwischen den Clans erstreckten sich auf die Sande unter ihnen. Der dritte Konflikt brach aus, als Kastellan Hostrum eingreifen wollte. Er wurde schwer verwundet und starb schließlich. Der letzte Konflikt entstand aus einer Dürre, gefolgt von einer Hungersnot in den südlichen Bergen. 2 Konflikte sind in Kastellanen Odda Kelfreds Zeit verbirgt. Der eine zwischen Ragnars während der gesetzlosen Zeiten zu Beginn ihrer Amtszeit. Der andere kurz nach dem Zusammenbruch der Tränensplitmine, nachdem die prätorianischen Wachen abgezogen waren und das Chaos über Minitüre hereinbrach. Noch ein Bücherregal. Ergons Gefährten. Buch 3. Buch 3, aha. Auch schön, oder? Was haben wir sonst noch? Da ist nichts. Da drüben haben wir noch was. Was kann ich für euch tun? Gar nichts. Ich wollte nur zu der Truhe. Ach, können wir auch gleich durchlesen, oder? Gegenstände, das kommt... Nee, behalten wir erstmal. Wo ist es denn? Da. Ergons Gefährten 3. Ein staubiges Buch, alt und zerschlissen. Kapitel 3. Edorias, der Standhafte und seine Heldentaten. Von allen Gefährten Ergons war der Mann, der Edorias genannt wurde, der treueste. Er diente Ergon viele Jahre lang als Amaldor und war ein verlässlicher und allgegenwärtiger Wächter des Großkommandanten. Er war stets an Ergons Seite zu sehen, bereit, auf jede nötige Art zu helfen. Er hatte einen scharfen Verstand. Sein Intellekt war einzigartig. Er war ein fähiger Kämpfer, so makellos im Umgang mit den Instrumenten des Krieges wie jeder Erstgeweihte. Er war ein sanfter und gutmütiger Gemahl und Vater in ein großzügiger Lord des Almainhofs. Seine Geduld war im ganzen Königreich berühmt, seine Heldentaten allen bekannt. Dennoch war Edorias ein guter und bescheidener Ritter. Pflichtbewusst folgte er Mitharus Pfad. Jeden Morgen betete er ohne Fehl. Edorias war der Sohn von Grafelm von Ederton und Sylva Arkholm. Sein Antlitz glich dem seines Vaters. Seine edle Haltung war von derselben Würde wie die seiner Mutter. Schon in jungen Jahren wurde er zum Knappen von Lord Eokas ernannt, nach nur 20 Wintern zum Ritter geschlagen. Doch nicht nach Titeln, Ruhm oder Glanz strebte dieser tapferste aller Krieger. Sein Wunsch war es, das Böse zu bekämpfen, das unser Land heimsucht, und so zog er in die Feindlande, um an Ergons Seite die Niskaru zu bekämpfen. Es hieß, Edorias sei nicht damit zufrieden gewesen, schwache Niskaru zu besiegen und dass er sich nach mehr gesehnt habe. Er studierte die mächtigeren Dämonen, jene, die mit Namen bekannt waren. Torek-Zor, Sadokar, Balor. Unter der Führung Eamons lehnte er die Schwächen und wunden Punkte dieser Generäle des Chaos und schulte seine Kampfkunst, um sie gezielt angreifen zu können. Er rang mit den Riesen der Volund-Tundra und den schrecklichen Bestien von Klurikon. Er brach die Zähne von Naros, stürzte die Berge von Sotiris und badete in den Feuern von Aod. Bei der Verteidigung Ergons stellte Edorias seine Macht unter Beweis. Der böse Dämon Torek-Zor, umgeben von seinen Schergen, griff den Großkommandanten auf dem Schlachtfeld an. Der treue Edorias, der Gefahr sich wohl bewusst war, sprang zwischen seinen Lord und den großen Niskaru. Mit gewaltigen Hieben seiner Klinge tötete er das Monster. Alles, was von Torek-Zor übrig blieb, war Asche. Seine dunkle Seele zog sich zurück in den Äther des arkanen Schleiers. Für seinen Edelmut wurde Edorias zum Amaldor ernannt, zum Statthalter und zweiten Champion der Kriegsgeweihten und fortan Bezwinger des großen Niskaru genannt. Schön. Und weg damit. Gewinn, was habt ihr rausgefunden? Ja, meine Liebe. Ihr habt die Überreste des Hammers? Er ist... Ich hätte damit rechnen müssen. Er wurde in der Halle der Erstgeweihten erschaffen und muss dort, so denke ich, auch wieder neu geschmiedet werden.
Die Halle ist nicht weit von hier. Allerdings weiß ich nicht, was wir tun müssen, sobald wir dort sind. Die Halle liegt südlich von hier, hinter den Schluchten. Wir treffen uns dort. Gut, ihr geht sofort? Ja, ich... Die Zeit ist knapp. Ihr erreicht die Halle der Erstgeweihten in südöstlicher Richtung durch die Schluchten. Trefft euch dort mit mir, wenn ihr bereit seid. Habt ihr noch was über Besin rausgefunden? Er hat vor, den Niskaru-Lord zu befreien. Betet, dass wir nicht zu weit zurück sind, um ihn noch aufhalten zu können. Die Eisenhag-Feste. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr hier. Sie ist noch immer so voller alter Bücher und staubiger Schriftrollen wie in meiner Erinnerung. Und was haben eure Nachforschungen ergeben? Nicht all unser Wissen wurde auf Eamons Island zurückgelassen, um dort Staub anzusetzen. Ich habe herausgefunden, wo sich das Berggefängnis des Niskaru-Lords befindet. Doch zunächst müssen wir uns um diesen Hammer kümmern. Das heißt, wir müssen zur Halle der Erstgeweihten. Und was ist dort? Der Legende nach war sie der Ort, an dem sich Eamon von einem Prinzen in den Ersten der Kriegsgeweihten verwandelte. Sie wurde in den Zeiten der Erstgeweihten zu einer Art Versammlungsort. Aha. Der mystische Hammer, was bewirkt er? Wenn wir Besin besiegen wollen, muss er wiederhergestellt werden. Und ich fürchte, dafür müssen wir zur Halle der Erstgeweihten reisen. Der Niskaru-Lord. Sie sind mächtiger, als es sich irgendjemand vorstellen kann. Dieser hier wurde Kamazandu der Täuscher genannt. Die Geschichte besagt, dass ihn die Erati selbst im Berg einsperrten, nachdem er sich als zu klug erwiesen hat, um getötet werden zu können. Aha. Lebt wohl. Wir sehen uns später. Ich muss erst noch ein wenig Eisenhag erkunden. Haben wir denn hier noch irgendjemanden? Nur die Quests, das ist die Auftragstafel. Ja? Vermisste Person, Alsarun. Der Apotheker Eldrick Ornhelm hat Weißfels vor 12 Tagen über die Weststraße verlassen. Er wollte einen gewissen Bodine Borgus in Alsarund aufsuchen und bei seiner Ankunft eine Nachricht nach Weißfels schicken, erst an seinem meisterlich geschnitzten Wanderstab zu erkennen. Jegliche Neuigkeiten über Eldrick werden mit Gold belohnt. Sichere Lieferung, Adessa. Es wird eine Person von höchster Integrität und Zuverlässigkeit gesucht, um ein kostbares Paket an Vian Kevrus in der Basilika Gnostra auf den Inseln Adessas zu liefern. Die Bezahlung erfolgt bei Erhalt der Ware. Ausdünnung der Spinnen, Menetüre. Wie immer zu dieser Jahreszeit hat sich auch in diesem Jahr die Anzahl der Spinnen in Menetüre deutlich erhöht. Auf einen fähigen Kämpfer, der in der Lage ist, 8 Spinnen in diesem Gebiet zu erlegen, wartet eine Belohnung. Als Beweis für diese Tat sind die Stacheln der Spinnen erforderlich. Sprecht mit Adrid Deofrid, falls ihr weitere Fragen habt. So, hier haben wir noch die Quartiermeisterin. Heki Chredin. Ich bin hier die Quartiermeisterin. Sagt mir, was ihr braucht, und ich sehe mal, was sich machen lässt. Was macht denn ein Quartiermeister so? Das bin ich. Ich verkaufe euch alles, was ihr braucht. Und wenn ihr die Dienste eines Schmiedes benötigt, nun ja, dort drüben findet ihr einen. Ein Schmied? Der alte Schmied ist vor 3 Monaten verstorben. Gavroch ist, nun ja, der Junge wurde kaum ausgebildet. Was kann man da schon erwarten? Was haltet ihr von Menetüre? Es ist ein harter, gefährlicher Ort. Über einem die Jotun und unter einem Spinnen, Diebe und Kobolde. Erzählt mir von den Kriegsgeweihten. Wenn euch der Kampf im Blut liegt und eure Knochen aus Stahl sind, dann seid ihr eine Kriegsgeweihte. Wenn ihr eher sterben würdet, als ein Eid zu brechen, dann seid ihr eine Kriegsgeweihte. Was ist so schlimm an den Jotun? Sie haben schon immer in den Anhöhen Menetyris gelebt. Und wir haben sie schon immer mit gezückten Waffen beobachtet und zurückgeschlagen, wenn es sein musste. Und was bei den Kobolden? Sie sind neu in diesem Land. Sie haben sich aus irgendwelchen tiefen Höhlen durch die Erde nach oben gegraben. Na gut, was habt ihr denn so für tolle Sachen? Müll? Na gut, das nehme ich mal mit. Ja. Und die 4. Nehmen auch noch mit. Und dafür kriegst du das Ding. Das Ding und sämtlichen Plunder. Gut.
Dann können wir nochmal hier rangehen, zum Ende der Folge. Und das ganze Zeug zerlegen. Mhm. Weg damit. Braucht keiner. Sehr gut. Wir bekommen hier in Eisenhag nur wenige Fremde zu sehen. Seid willkommen. So, Freunde, und wir sehen uns in der nächsten Folge von Amalur wieder, wenn wir dann Eisenhag noch mit den letzten beiden Leuten reden und dann werden wir mal weitersehen, was es dann mit den anderen Quests auf sich hat. Bis dahin, Freunde, tschüss.